In Wien erklingt derzeit Musik aus den Gullideckeln und die Fußgängerampeln leuchten im Zeichen der Toleranz und der Liebe. Die österreichische Hauptstadt blickt dem Finale des Eurovision Song Contest entgegen, kurz ESC. Der Sangeswettbewerb geht in sein 60. Jahr und beschäftigt mittlerweile auch die Wissenschaft. Bei meinen Forschungsreisen durch Europa merke ich immer, dass man über den Song Contest gut ins Gespräch kommt. Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Auf jeden Fall hat jeder was zum ESC zu sagen. Und dadurch denken die Leute über Europa nach und über andere Europäer und wie wir alle miteinander verbunden sind. Österreichs Travestiestar Conchita Wurst gewann 2014 in Kopenhagen und hat damit Wien zur diesjährigen Gastgeberstadt gemacht. Beim ESC geht es um mehr als nur Musik und bunte Kostüme, sagt Conchita Wurst. It's definitely a platform to speak out. Der Song Contest ist auf jeden Fall eine Plattform, wo man seine Überzeugungen äußern kann und wo man seinen Standpunkt zeigen kann. Man muss das natürlich nicht machen, aber mir war es sehr wichtig, die Gelegenheit zu ergreifen und etwas zu sagen, was mir am Herzen lag. Der ESC ist ein riesiges Musikereignis mit Fans auf der ganzen Welt. Rund 37 Millionen Euro kostet der Wettbewerb in diesem Jahr. Etwa 200 Millionen Zuschauer gab es 2014. Dieses Mal, so hoffen die Veranstalter, werden noch mehr Menschen das bunte Bühnenspektakel verfolgen. We'll be right back.